Sprechen wir meine Journale Straßenbahn geführt hat. Die haben dann alle aus der DDR gekauft. Da haben sich die Socken dann auch noch mit goldener Nase mitgebracht. Also sagen sie denn, die Nostalgie-Straßenbahn, ne? Weil die fuhren ja immer noch. In der DDR-Zeit waren da schon 40 Jahre. So, aber wir haben so eine starke Vergiftung, dass wir das auch nicht mehr richtig lesen können. Wir wissen ja nicht, die Geschichte. Jetzt muss man hier natürlich ein bisschen Lärm machen für uns. Wir gehen dann gleich weiter. Das wollte ich auch mal sagen. Ne? Das für riesigste Problem haben, das natürlich zu lesen. Allerschwerste Vergiftung. Jeder weiß Bescheid. Auch diese Giftigkeit. Würden die durch uns einmal so nach dem Suppen in die Sie warten immer, bis wir auslüften und dann geht's los. Jetzt können sie es natürlich auch umgekehrt machen. Ja, das ist dann einmal nichts im Treppenhaus haben, einmal nur doof tun oder so. Und jetzt steht auch immer ein Kinderwagen da, zwecks super schöne Begasung. Ne? Chemische Kraftstoffgasen da. Wir müssen da immer ganz, ganz vorsichtig sein. Weil man schafft so nicht, und es ist leer. Und ich habe die Tür nochmal gefilmt, Sie müssen ja sehen, es ist viel döller geworden aus der Tür. Was gast denn da ständig aus? Ist unglaublich. Ja, so sehen wir es auch, aber so unglaublich ist es. Weiter arbeiten alle gegen uns. Man hat uns alles gestohlen und man arbeitet einfach weiter gegen uns.